So, ich weiß gar nicht, ich glaube, Liara wollte auch noch was von uns und ich glaube, es war noch irgendjemand, ne? Also ich glaube, es waren noch zwei Gespräche, die wir zu führen hatten. Die eigentliche Schwierigkeit, schauen wir kurz da drüben nach. Bestehen, den Hijack zu einem Schauspieler zu machen. Ja, natürlich. Okay. Vielleicht finden wir ja hier auch noch jemanden, mit dem wir reden können. Hier unten erstmal nicht. Vielleicht Tali oder so, wie wäre es damit? Ich weiß gar nicht mehr, ob Tali sich auch mit uns treffen wollte. Ich glaube nicht. Ist eine riskante Taktik, seine Panzerung einfach in die Luft zu jagen. Ich würde es nicht machen. Aber gut. Okay, oben ist gar niemand. Ist in Ordnung, gehen wir hier oben eben wieder raus. Schönen Abend noch. Jo, bis bald. So, hier drüben geht's auch bloß zum Silver Coast. Ich war mit Turianern bei einem Einsatz auf einer ihrer Kolonien und dachte noch, endlich mal normale Soldaten, so wie ich. Ach so, vielleicht im Apartment, da müssen wir auch noch reinschauen. So, ich will nur noch mal ganz kurz in die Arena unten gehen. Nicht um dort irgendwie zu kämpfen, sondern einfach nur, um es mir mal anzuschauen, wie es denn drinnen aussieht. Oh, okay, man landet direkt im Kampf. Interessant. Was bist du denn für einer? Bist du... Was ist das denn? Ach, das ist eine Turianerin. Ach so, die sah aber komisch aus. So, hier waren wir ja noch gar nicht drin bisher, ne? Aber, ach siehst du mal, hier können wir auch noch Upgrades kaufen. Für die Waffen. Siehst du mal, da drüben gibt es noch was für uns. Amex VI. Vergessen Sie nicht, Ihren Gewinn im Shop der Amex Arena in der Hauptlobby abzuholen. Na, ich werde keinen Gewinn machen, weil ich hier nicht spielen werde. So, da drüben ist nichts weiter für uns. Hier gab es auch irgendeinen Laden, in dem wir kaufen können, ne? Glaube ich. Aber nicht hier. Hallo, Commander Shepard. Willkommen in der Amex Arsenal Arena. Amex Arsenal und die Citadel Tourismus- und Besucherabteilung haben Sie für einen kostenfreien Wettkampfpass registriert. Wie schön. Sie können einen Kampf beginnen, indem Sie nach unten gehen und die Simulator-Optionen festlegen. Wenn Sie bereit sind, betreten Sie den Umkleideraum. Also sind das alles bloß VIs, das sind gar keine richtigen Leute. Okay, unten... Ja, nur für Athleten. Hier unten könnten wir dann loslegen. Hab ich nicht vor. Gut, okay. Müssen wir uns jetzt nicht anschauen, habe ich jetzt keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Wir verziehen uns dann einfach mal wieder auf den Strip und ich würde sagen, wir gehen dann nochmal ins Apartment, um zu schauen, mit wem wir dort direkt im Apartment ein Treffen durchziehen können. Da sollte es ja auch den einen oder anderen geben, denke ich mal. Gut. Und das sind dann auch unsere letzten Taten, bevor wir dann tatsächlich endlich zum Cerberus Hauptquartier aufbrechen. Was können wir eigentlich mit ihr hier besprechen? Eine vollständige Liste unserer qualitativ hochwertigen Waren finden Sie in unserem Katalog. Wahnsinn. Gut. Auf ins Apartment. Und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, ich würde denken, Liara und noch irgendwer anderes sollten hier kommen. Wie sieht's aus? Sie haben eine neue Nachricht. Sehr schön. Gehen wir also erstmal Nachrichten checken, sonst pinkt das ja wieder die ganze Zeit vor sich hin. Das muss ja nicht sein. Oh ne, heute macht's gar keine Geräusche. So, was haben wir denn da? Es geht los! Von Ashley Williams. Bei all dem Ärger mit Leuten, die etwas vortäuschen, sollten wir vielleicht auch noch eine Sache klären. Wir treffen uns an der Casino-Bar, oder hat da jemand Angst? Ernsthaft, Ashley, ernsthaft! Da bin ich doch gerade gewesen! Ach, doofe Kuh. Müssen wir dann halt doch nochmal zum Casino gehen. So, die Musikanlagensteuerung, nee, das will ich gar nicht. Kann ich mich nicht auch irgendwie noch mit den Leuten treffen hier?
Ich hätte gedacht, dass einige sich halt direkt hier treffen wollten. Ging das hier hinten dran? Nee, das war bloß der Katalog für die Einrichtung. Einladen! Ach, siehste mal. Na, wenn das so ist. Tali nehmen wir uns als letztes vor, wir nehmen erstmal die anderen. Shepard, ich dachte, wir könnten den Nachmittag damit zubringen, Besitztümer für unsere Kollegen zu erwerben. Shopping? Warum nicht? Irgendein spezielles Geschäft? Physikalische Nähe ist unwichtig. Das Extranet bietet eine größere Auswahl, ohne dass der Unterhaltungswert darunter leidet. Jeff hat mir seine Kreditkarte unter der Bedingung geliehen, dass ich Spaß habe und girly-mäßig rumshoppe. Haben Sie denn kein eigenes Geld? Ich bin nicht offiziell angestellt und habe keinen gesetzlichen Status im Citadel-Sektor. Ein Verbrechen wäre schlecht für meinen Lebenslauf. Wir besorgen Ihnen bald eigenes Geld. Aber heute, was kommt zuerst? Jeff würde sich über ein Geschenk bestimmt freuen. Was würden Sie empfehlen? Etwas, an dem Sie beide Freude haben. Was machen Sie gemeinsam? Die intensivste Interaktion haben wir beim Fliegen. Da fällt mir ein, er hat kein Skycar für Flüge im Präsidium. Hier, das 2187er Blackout ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 650 Stundenkilometern das leistungsstärkste Sport-Skycar seiner Klasse. Das bringt Jokers Blut bestimmt in Wallung. 5 Jahre Garantie? Ersatzteile? Nein, halt! Was stimmt denn nicht? Der Beschenkte sollte dadurch nicht in den Ruin gestürzt werden. Mieten Sie eins. Verstehe. Also vielleicht für einen Tag oder ein Wochenende. Wer kommt jetzt? Sie. Augen schließen. Ein Ring? Heiraten wir etwa? Nein. Ein Juwelier auf der Citadel stellt diese Stücke her. Aus Metallen von jeder Heimatwelt des Rats. Alle Metalle verbinden sich miteinander und verstärken den Ring. Er nennt sie Siegesringe. Wegen der Materialknappheit gibt es nur wenige davon. Selten ist schön. Einzigartig ist besser. Taxieren Sie mich etwa? Der Gedanke zählt. Und Ihrer war wirklich schön. Die Formulierung kenne ich. Deswegen habe ich ein Resonanzdiagramm meiner Quantenbits aufgezeichnet, als ich die Idee hatte. Wenn Sie meine umfangreichen Logdateien lesen und meine Stickstoffzentren extrapolieren, können Sie den Gedanken präzise visualisieren. Ein ziemlich weit hergeholter Witz, Eddie. Hat es wenigstens ein paar Sekunden geklappt? Nicht mal im Ansatz. Wer jetzt? Ich habe an etwas für Liara gedacht. Okay, auch ganz interessant. Ich verstehe jetzt bloß gerade nicht, warum sie uns einen Ring geschenkt hat. Aber gut, warum nicht? Kann man ja mal machen. So, da haben wir jetzt noch einige Treffen vor uns, wie es scheint. So, als nächstes mal James. Haben wir halt doch nochmal ein bisschen Entspannung, bevor es dann in die letzten Gefechte reingeht. Warum eigentlich nicht? Hey, Loco! Wie ich sehe, haben Sie aufgeräumt. Zu guter Letzt. Ja, tut mir auch leid. Schöner Blick. Aber es ist so anders als das, was ich kenne. Und das wäre? Ich wuchs an der Pazifikküste auf. Sie wissen schon, Wasser, Sand, echte Luft. Vermissen Sie's? Ja. Und die Menschen? Ich verstehe. Es ist hart, fern der Heimat zu sein. Ja. Hey, stimmt es, dass Sie und Tali, Sie wissen schon, zusammen sind? Ja. Warum? Wie machen Sie beide... Also ist sie... Unter dem Anzug, haben Quarianer da... Da was? Schon gut. Ich will es gar nicht wissen.
Sind Sie wirklich hier, um über mein Privatleben zu sprechen? Oh, scheiße. Ja, ich wollte Ihnen was zeigen. Es ist fertig. Wie finden Sie's? Sieht gut aus und Sie haben's verdient. Jetzt beginnt die richtige Arbeit, stimmt's? Genau. Ich weiß, was Sie dazu gesagt haben und ich bin dabei. Zu 100%. Das hört man gern. Wie auch immer, das war's schon. Wollte Sie nur zeigen. Ich muss zurück auf die Normandy. Esteban braucht meine Hilfe beim Shuttle. Danke für den Besuch, James. Hasta la vista, Shepard. Bis bald. Okay, das war... Ja, klar. Das war ein kurzes Treffen. Ey, du stehst noch hier. Was zum Teufel? Kann nicht sein. Was zum... Er geht erstmal an den Sandsack. Genau. So viel zum Thema, ich gehe dann mal. Hey, ich habe das hier gesehen, als ich wegen der Party hier war. Und jetzt machst du dir es ja erstmal gemütlich, wa? Brauchen Sie ein paar Tipps? Mein Rekord steht bei 182. Können Sie das schlagen? Alter. Vielleicht. Das wird interessant. Meiner ist bei 22. Ach komm, machen wir auch mal ein paar böse. Böse Klimmzüge. Wir müssen jetzt aber nicht hier 182 mal drücken, oder? Da geht noch was. Na komm, ein bisschen kannst du dich ja noch anstrengen hier, ha? Du schaffst es, Shepard, du schaffst es! Die musikalische Untermalung ist auch großartig dabei. Alter, wir müssen jetzt nicht wirklich die 182 hier machen, oder? Oh Gott. Oh ja. Die ziehen das durch? Na, dankeschön. Wenn die jetzt wirklich hier wollen, dass wir 182 Stück machen, dann werde ich das garantiert zusammenschneiden. So spannend ist es ja dann doch nicht. Das sind 20. Wahnsinn. Die schaffe ich auch noch. Wobei ich sie zugegebenermaßen nicht auf die Art und Weise mache. Ich glaube, das ist noch ein bisschen anstrengender, als wenn man Chin-Ups macht. Oh Gott. Das wird ewig dauern. Haha, ich sehe Schweißtropfen. Das sind 60! High five! Wuhu! Sehr witzig. Und weiter geht's. Wir müssen ja nur noch doppelt so viel noch machen. Die Hälfte meines Rekords haben sie geschafft. Toll. Oh Gott, erst die Hälfte. Es wird so lange dauern. Na, James, bangst du schon um deinen Rekord? Der wird nämlich gleich geknackt sein. So nah dran. Gleich nicht nur nah dran. Ich kann euch aber nicht sagen, bei wie vielen wir eigentlich sind. Ich habe keine Ahnung.
Richtige Scheiße. Sie haben es geschafft. Was soll ich sagen? Wie geht's Ihnen? Oh, ich bin so erlahmt gerade geistig. Wunderbar, wir haben es geschafft. Es ist ein Traum. Ich brauche bestimmt Hilfe, wenn ich meine Panzerung das nächste Mal anlege. Wahrscheinlich, aber Sie haben sich heute Ihren Namen verdient, Loco. Verdammt, Sie haben es immer noch drauf. Lassen Sie sich von niemandem was anderes erzählen. Keine Sorge, werde ich nicht. Und das auch noch in dieser verdammten Lederjacke. Was, das war jetzt alles? Nur so ein anerkennendes Schulterklopfen, ein verbales? Das ist ja traurig. Oh Mann, das ist klasse. Naja, immerhin müssen wir uns jetzt nicht mehr sein Angeben hier anhören, denn wir sind der Bessere an der Klimmzugstange. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich noch ein bisschen. Ich würde dich aber gern rausschmeißen. Ich erwarte noch Besuch. Das ist ein richtig gutes Teil. Kauf dir doch eins. Vielleicht könnte ich ja hier trainieren. Was halten Sie davon? Kauf dir eins für deine eigene Kabine. Ach nein, du hast ja keine Kabine in meinem Schiff. Stimmt ja. Wollen Sie nur zusehen oder machen Sie mit? Nee, lass mal. Kannst ruhig alleine weitermachen. Ich liebe das. Oh, ich merk schon. Sie können das die ganze Zeit machen. Gönnen Sie mir noch ein bisschen Spaß. Wenn's sein muss. Sie können das die ganze Zeit machen. Gönnen Sie mir noch ein bisschen Spaß. So, dann schauen wir einfach mal, ob wir hier schon den nächsten eingeladen kriegen. Soll James sich doch ein bisschen austoben da hinten. Ist mir recht. Bleiben noch Liara und Tali. Probieren wir es mit Liara. Shepard. Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Wie kommt das? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist schon beeindruckend, wie Liara es gerade geschafft hat, etwas, das definitiv zweihändig klang, weil es eine hohe und eine tiefe Tonspur hatte, mit einer Hand zu spielen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Das Lied hat mir eine Freundin beigebracht. Ich bin immer dem Wissen nachgejagt und habe manchmal vergessen, dass man auch durch Nichtstun lernt. Indem man Zeit mit Leuten verbringt, an denen einem etwas liegt. Was haben Sie von mir gelernt? Ich nehme an, wie man sich täglich in lebensbedrohliche Situationen bringt. Ich bin ein guter Lehrer. Der Beste. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ich muss noch Berichte durchsehen. Warum bringen Sie mir nicht erst das Lied bei? Ein bisschen Zeit für Ruhe unter Freunden. Und Liara hat sich jetzt auch hier gemütlich gemacht. Jetzt würde mich nur interessieren. Nee, der Typ ist schon wieder weg. Okay. Also die überkreuzen sich dann doch nicht. Vielleicht hätte Edie dann vorne auch noch irgendwo rumgestanden. Schade, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Das nächste Mal, Glyph ist jetzt auch da. Cool. Finde ich gut.
es ist hübsch hier. Soll ich die Berichte transferieren, damit Sie hier arbeiten können? Ja, danke, Glyph. Glyph, kannst du diesen Song in meine persönlichen Daten auf der Normandy kopieren? Natürlich, Dr. Tissoni. Shepard. Shepard. Okay, sonst gibt's leider nichts mehr mit dir. Warum nicht, ne? Ein bisschen Zeit für Ruhe mit den Freunden sollte man schon haben. Und von den Freunden kommen wir jetzt zur Liebschaft. Als letztes bleibt noch übrig, Tadi einzuladen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Hey, schon Pläne für den Abend? Nein, ich bin frei wie der Staub im Solarwind. Nicht bekannt? Aus Flotte und Flottille? Chalai und Balakus auf dem Balkon? Habe ich nie gesehen, dieses Video. Was? Nicht gesehen? Das ist doch nicht möglich. Dann weiß ich, was wir jetzt machen. Aber Chalai, wir können nie zusammen sein. Ich habe meine Pflicht. Du hast dein Volk. Nicht heute. Heute bin ich frei wie der Staub im Solarwind. Hast du das öfter gesehen? Mit den Liebenden von verschiedenen Welten? Bei jeder Pyjama-Party. Wir haben auch die Texte des Musicals auswendig gelernt. Oh, wir können den Karaoke-Modus einschalten. Oh Gott. Soll des Mondes helles Licht auf zwei Liebende strahlen, doch der Morgen schickt uns dann auf verschiedenen Kurs, welch Qual. Ich werd denken an die Nacht, sie soll sein für mich wie dann frei bin ich, Haut an Haut mit dir. Mensch, Tali kann ja singen. Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie sehr du das magst. Das Video hat meine Pubertät geprägt. Speziesübergreifende Liebe ist immer so schön. Du sollst hinter dieser Maske sehen. Du sollst wissen, wer ich wirklich bin. Das habe ich bereits. Ich find's gut. Tja, Shepard durfte hinter die Maske sehen. Okay, damit haben wir jetzt auch die restlichen Treffen hier beim Citadel DSC uns noch angeschaut. Ich dachte mir, das sollten wir dann vielleicht doch noch tun. Schließlich ist da ja doch noch ein bisschen was gewesen. Das hat ja doch noch einiges an Zeit jetzt gekostet, ne? Hätte ich gar nicht gedacht unbedingt. Und das waren jetzt dann wohl wirklich die letzten beschaulichen Minuten der Ruhe vor dem großen Sturm. Vor dem Sturm auf die Cerberus-Hauptanlage auf das Versteck des Unbekannten und danach vor dem Sturm auf die Erde mit dem Tigel. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ach stimmt, wir hatten noch Ashley offen, ne? Scheiße, stimmt, ja. Ganz vergessen. Was haben wir denn hier noch? Oh, jetzt kommen die alle noch an, ernsthaft? Bisschen abhängen von Jacob. Shepard, die Normandy liegt also im Trockendock. Das ist die perfekte Gelegenheit, um abzuhängen und ein bisschen Ärger zu machen. Wir treffen uns vor der Arcade auf der Hauptebene, falls Interesse besteht. Offizielle Stellungnahme erforderlich von Hauptquartier C-Sicherheit. Commander Shepard, aufgrund eines Vorfalls mit einem als Grunt identifizierten Kroganer ist Ihre Anwesenheit vonnöten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von dem C-Sicherheitsofficer, der auf dem Silver Sand Strip patrouilliert. Okay, Gedenkfeier von Kolyad. Commander, ich war ein wenig überrascht, als der Rat mir mitgeteilt hat, dass er etwas abhalten möchte, was die Menschen eine Gedenkfeier nennen. Wo sie stattfindet, ist sekundär, aber wichtig ist, wer daran teilnimmt. Ich möchte, dass Sie kommen, zusammen mit allen von der Normandy, die meinen Vater kannten. Ich habe gelesen, dass man bei den Gedenkfeiern der Menschen etwas Gutes über die Toten sagt.
Es scheint mir angemessen, dass Sie als Commander der Normandy diese Aufgabe übernehmen. Ich will offen sein, ich bin zu nervös dafür, denn ich könnte möglicherweise vor allen Anwesenden eine unangebrachte Erinnerung wiedergeben. Vielen Dank, es würde mir viel bedeuten. Und Essen nachholen von Com-Spezialistin Samantha Trainer. Danke, dass Sie sich mein Duell mit Susa angesehen haben. Das mit dem Mittagessen tut mir wirklich leid. Wir sollten es nachholen. Sagen Sie mir, wann Sie Zeit haben, dann komme ich vorbei. Wir kommen doch noch nicht zu unserem großen Finale. Tut mir leid, aber ich denke, ihr wollt es ja auch sehen. Schließlich ist das ja auch ein DLC, dadurch, dass es so spät rausgekommen ist, dass bei den meisten Let's Plays nicht mit dabei sein wird. Deswegen sollten wir da auch auf die Vollständigkeit bestehen und uns alle Treffen anschauen, würde ich vorschlagen. Fangen wir doch mal mit Rex an. Officer, jemand hat mich herbestellt wegen eines Vorfalls mit einem Kroganer. Grunt meine ich. Hier entlang, Commander. Okay, Grunt. Möchten Sie mir irgendetwas sagen? Dieser Clown will mich einbuchten, also habe ich Sie holen lassen, um die Sache zu klären. Commander Shepard, verzeihen Sie die Störung. Dieser Kroganer hat darauf bestanden. Schon okay. Ich bürge für ihn und unterschreibe alles Nötige, Officer. Jawohl, Sir. Was ist passiert? Weiß nicht. Was getrunken, Krankenhaus verlassen, Fenster eingeschlagen. Klingt nach einer kroganischen Party. Aber Sie sollten sich im Krankenhaus von dem Rachni-Kampfer holen. Schon, aber ich wollte nicht mehr bleiben. Die meisten bleiben so lange, bis sie wieder gesund sind. Ich bin nicht die meisten. Und warum C-Sicherheit? Die mögen's wohl nicht, wenn Glas kaputt geht. Bevor ich sie raushole... Es gab bei der Sache aber keine ernsthaften Opfer, oder? Nein, allen geht's gut. Nur das Krankenhaus hat ein wenig gelitten. Aha. Erzählen Sie mir von den Fenstern. Ein paar Kumpel haben mich für meinen Geburtstag rausgeholt und wollten mich am Gebäude mit dem Seil runterlassen. Hat nicht funktioniert. Sie haben Geburtstag? Nein, ich bin doch eine Tankzüchtung. Wir haben Fotos am Kroganer-Denkmal gemacht. Im Präsidium? Schön. Ja, C-Sicherheit war total stinkig. Das konnte aber auch an ihrem brennenden Auto gelegen haben. Ich weiß nicht mehr. Warum brannte es? Wegen meiner Flasche Rhynkohl. Das Zeug ist stark, hat sich sofort entzündet. Alle kamen noch heil raus. Ich dachte, sie wollen's nicht und hab's genommen. Wir kamen nicht weit, die haben uns aufgehalten. Es kam zum Crash. Sie haben Schaum eingesetzt, aber das klappte nicht bei mir. Warum nicht? Weil ich brannte. Sie wissen doch, das Auto. Sie müssen mitdenken, Shepard. Tut mir leid. Wie wurden Sie gefangen? Hatte Hunger. Hab Nudeln gekauft. Grunt, Sie entschuldigen sich bei dem netten Herrn, dass Sie sein Auto angezündet haben. Na gut, das mit Ihrem Auto tut mir echt leid. Und ich tu's auch nie wieder. Gut. Also dann, Officer, ich übernehme natürlich sämtliche entstandenen Kosten. Das haben Sie auch unterschrieben, Commander. Sie hatten Glück, Rogana. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Werden Sie auch nicht. Danke. Und? Wie waren die Nudeln? Die waren schön scharf. Sie sind mein Held, Grunt. Nett. Naja, wie das eben so ist, will Kogane mal feiern, ne? Gut, wo sind wir denn? Jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Silver Sands Trip hier. Wir müssen... zum Castle Arcade, ja, glaube ich, ne? Ich weiß, dass wir uns dort kennengelernt haben. Ich glaube, wir haben einmal Castle Arcade und einmal Casino. Würde ich denken.